Hallo aus Wiesbaden. Hallo, guten Morgen. Wir sind hier am Start für den Mammutmarsch Rhein-Main. Wir gehen heute, beziehungsweise leider geht nur Matthias an den Start, weil ich ja vor 2 Monaten auf dem Rheinsteig gestürzt bin und die Prellung einfach Zeit braucht zum Ausheilen. Das heißt, für mich gibt es gerade schonen, kein Laufen, kein Wandern. Aber wir sehen uns am Verpflegungspunkt 2 gleich nochmal als Volunteer. Die ersten 5 Kilometer sind geschafft. Die Beine sind noch ein bisschen müde vom Training gestern. Also ich mache ja seit 9 Jahren jetzt Bootcamp. Aber es gibt eine Übung, die sorgt bei mir immer noch zuverlässig für Muskelkater. Und das sind diese Splitjumps. Egal wie oft ich die jetzt schon gemacht habe. Ich habe immer super Muskelkater die nächsten Tage danach. Und so auch heute. Verpflegungspunkt 1. Sehr schöne Kulisse, wenn nur nicht der Generator so laut wäre. Schaut euch diese Kulisse an. Richtig toll, oder? Vor allem mit dem Schattenwurf. Das Verpflegungspunkt 1 auf dem Neroberg. Es gibt eine Banane mit Wer wird denn hier jammern? Und ein paar Salzstängen. Und ich hole mir gleich noch was zu trinken. Und schaue, dass ich noch eine Gurke bekomme. Die Gurke ist ganz wichtig. Das hier ist ein richtig schöner Verpflegungspunkt. Dort unten ist eine russische Kirche, wie die Sonne hier durchstrahlt, richtig schön. Oben hat man Ausblick auf Wiesbaden. Ich habe jetzt Verpflegungspunkt 1 verlassen. Das ist ein richtig schöner Verpflegungspunkt mit Blick über Wiesbaden. Und es gab auch Decken, mit denen man sich ins Gras legen konnte. Ich habe ein bisschen was gegessen, mich neu eingecremt. Jetzt geht es weiter zu VP2 bei Kilometer 25, wo Julia auf mich wartet. Freue ich mich schon drauf. Bisher ist die Strecke richtig schön. Nach so einem kurzen Abschnitt in der Stadt ging es viel durch Grün. Es ist sehr entspannt, es ist noch alles sehr schattig. Temperatur ist noch angenehm, richtig gut. Die roten Wimpel markieren den Weg. Der Wetterbericht sagt heute, soll es bis zu 33 Grad geben. Darauf freue ich mich jetzt ja nicht so. Mein Lieblingsmotiv. Gegen die Sonne durch die Baumwipfel filmen. Kilometer 20. Großer Sprung nach vorne. Ich habe 20 Kilometer auf der Uhr. Die Außentemperaturen steigen zwar immer weiter, aber bisher ist sonst noch alles tippitopp bei mir. Noch 5 Kilometer bis zum nächsten Verpflegungspunkt. Ich habe Wiesbaden verlassen und schaut euch mal an, was für ein tolles Panorama sich hier aufbietet. Ab jetzt geht es weiter durch die Weinberge. Verpflegungspunkt 2. Vor mir ist er. Ist noch echt leer hier. Ich habe jetzt 4 Stunden 36 für die 25 Kilometer gebraucht. Und jetzt suchen wir mal Julia. Oh. Die versprochene Banane. Wem? Ich sag mal Hi von der Verpflegungsstation 2. Ich habe schon wappige Hände, weil wir sind an der Eistee-Produktion. Der läuft wie Bolle bei dem Wetter. Gerade ein bisschen Pause im Schatten gemacht, weil es ist richtig heiß. Mein Thermometer am Rucksack sagt 32,9 Grad. Und es fühlt sich auch so an. Und gerade gibt es auch wenig Schatten. 30 Kilometer. Teil der Strecke führt auch über den Rheinsteig. Ich bin gerade durch ein kleines Waldstück gelaufen. Es war super schön, diese kühle Schatten auf der Haut zu spüren, dass die Sonne nicht direkt auf einen runterbrutzelt. Denn hier ohne Schatten ist es eine ziemliche Hitzeschlacht. Also man sieht schon, Leute sind ziemlich erschöpft. Die Hitze schränkt richtig an. Ich bin jetzt bei
Kilometer 32. Verpflegungspunkt 3. 36 Kilometer in 7 Stunden 13. Ich bin jetzt aus VP3 raus. Ich habe die letzten Kilometer gar nicht so viel gefilmt, weil A, habe ich mich sehr oft mit anderen verplappert und B, war es einfach so heiß. Ich bin jetzt am Rhein unten angekommen. Jetzt geht's von hier aus einfach nur geradeaus wieder zurück nach Wiesbaden. Hier am Rheinufer prallt gerade die Sonne richtig runter. Kilometer 38,7. Kilometer 40. Und wisst ihr, was das Schlimmste ist? Man will einen erfrischenden Schluck aus der Trinkblase nehmen und es kommt nur warmes Wasser heraus. Um euch einen kleinen Eindruck zu geben, wie heiß es ist, ich habe ein kleines Thermometer in meinem Rucksack und das zeigt 36,5 Grad. Erkennt ihr den Hintergrund? An dieser Stelle im Video vom letzten Jahr haben Julia und ich erzählt, dass wir für die 100 Kilometer trainieren und es hat geklappt dieses Jahr. Ist es nicht cool? Letztes Jahr noch davon gesprochen, dieses Jahr im Mai abgehakt. Hier laufe ich, da drüben ist der Rhein. Abkühlung wäre so zum Greifen nahe. Dort drüben auf dem Strommasten ist ein Storchennetz inklusive zwei Storchen. Und darüber ist noch ein zweites Storchennest. Und dort noch ein drittes und ein viertes. Die Strecke geht gerade schnurgerade am Rhein entlang. Aber an einer kleinen Biegung habe ich gerade schon in der Ferne das Schloss Biebrich entdeckt, wo der Verpflegungspunkt 4 ist. Und ich hoffe auch wieder der Eistruck. Neben mir segelt die Enjoy It. Und der Skipper sieht auch wirklich aus, als wenn er das gerade genießen würde. Unter mir das Hafenbecken des Schiersteiner Hafens. Kilometer 47,6 und gerade geht ein kleines Lüftchen. Es ist wunderbar. VP4. Erstmal ein Eis. Und es tut so gut. Perfekt bei dem Wetter. Es ist übrigens nicht nur sehr heiß, sondern auch sehr staubig. Man sieht es an meinen Waden. Quizfrage, woran erkennt man, dass es richtig heiß ist? Die Bänke in der Sonne, alle leer. Ich habe jetzt VP4 verlassen. Jetzt ist es nicht mehr weit bis zum Ziel. Und ich laufe hier gerade durch den Schlossgarten des Schloss Biebrichs. Sehr schön. Baut ihn mal ein, wenn ihr in Wiesbaden zu Besuch seid. Es ist leider immer noch richtig heiß, obwohl es hin schon nach 17 Uhr ist. Man hat es am Verpflegungspunkt 4 sehr gut gesehen. Die aufgebauten Bänke in der Sonne waren alle leer und im Schatten haben sich die Leute gedrängelt. Kilometer 50, noch 5 Kilometer to go. Ich bin wieder am Bahnhof in Wiesbaden. Das heißt, es ist nicht mehr weit bis zum Ziel. Da ist er in der Zieleinlauf. Endlich. Da freut sich jemand. Und der hier bin ich. Ich hab Julia am Ziel getroffen. Ja, ja, du bist sehr, sehr stolz. Wie toll, was Matthias heute gemacht hat. Mit dem Tränchen. Die 55 Kilometer sind geschafft. Ja, und auch meine Schicht ist zu Ende. Mit Eistee ausgeben. Es war sehr heiß. Aber umso stolzer bin ich jetzt, dass ich es durchgezogen habe. Und Egon, er hat seine Medaille auch schon umhängen. So ein tapferes Mammut. 100 Kilometer erst in Berlin, dann noch die 55 heute bei 33 Grad ohne Schatten. Also wirklich hart. Ein hartgesottenes Mammut. Ja. Und mit diesen Worten verabschieden wir uns vor dem Hessischen Landtag. Genießen jetzt noch ein bisschen die Stimmung und dann geht's ab nach Hause. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.